So, weiter geht's. Wir zeigen jetzt einen essentiellen Teil von World of Warcraft, gerade beim Leveln. Und der heißt Laufen. Laufen und nochmal laufen. Ich bin auf dem epischen Reitmount, das ich in meiner Sammlung gefunden habe, unterwegs. Ist da ein Panda? Oh mein Gott, ich werde von einem Panda verfolgt. Niemals! Du hast mich im Visier, also bist du ein Abonnent. Schnell weg! Ja, ich nehme auf. Ich muss weg hier, er verfolgt mich! Ach, egal, ist ja nur für mich hier. Oder? Warum hast du mich im Visier? Du Peter. Du Peter Pan, du! Du läufst auf der Stelle. Machen wir wenigstens mal einmal winken. Winken! Na, kannst du zurückwinken? Kannst du? 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 Nein, offensichtlich kannst du es nicht. Aber ich habe halt nicht eine gute. Wo willst du überhaupt hin? Schrägstrich S. Wo willst du hin? Vielleicht kann ich ihn ja mitnehmen. Ja, so nett ist er. Das ist unglaublich, oder? Ja, spreche gerade von mir dritter Person. Ja, auf den Fuß getreten. Na, wo willst du hin? Alter, sprich mit mir. Gegner! Oh, das sind Verbündete. Ah, offensichtlich kann er nicht reden. Ist mir auch egal. Dann geh auch kaputt. Tschüss. Was zum Herr? Schätze, ja, bin auf YouTube. Bin auf YouTube nicht. Ich muss das hier ausschwärzen, den Bereich. Ich würde sagen, bei Abendungs-RTF los, aber nee, so gemein bin ich auch wieder nicht. Gurm, was ist los? Oh mein... Oh, ich kann heute... Steig auf zwei Level nicht mehr, aber ich sollte vielleicht mal verkaufen gehen. Ach, jetzt bin ich wieder auf einem tollen Mount. Welche doofen Mounts habe ich denn noch? Der weiße Falkenschreiter ist nicht doof genug. Schildkröte. Ich sehe gerade gar nicht, wo ich hinfahre, aber ich laufe einfach. Oder so ähnlich. Wollmammut, Schlachtraus. Schnelles Bergpferd. Irgendein ganz doofes. Da, schneller Blumenstrauß. Der ist doof genug. Wahaha, ein rosa. Oh Gott, der läuft hier wie ein Raptor. Kein Wunder, ist auch das Raptor-Botel, höre ich die Leute sagen. Ups, ich bin da falsch abgebogen. Ich muss hier irgendwo hoch. Mein Ziel ist dort. Die müssen hier jetzt einmal quer durchlaufen, nur damit ihr wisst, warum ich jetzt überhaupt rumlaufe. Das heißt, in dieser Folge werde ich mal gar nicht durch die Gegend gehen, sondern laufen. Und der Typ wollte tatsächlich mitkommen. Da bin ich mal ganz nett und mach mal einladen. Aha, ich werde dich halten. Lehnt eure Einladung ab. Na, dann eben nicht. Dann leck mich doch. Ich wollte dich gar nicht fahren. Ich wollte dich nur einladen und dann wieder rausgehen, um dich zu verarschen. Wie ich zu WoW gekommen bin. 1% Medien, Hype, 99% ETF-LPs. Tut mir leid. Du hast meine aufrechte Entschuldigung, dass du wegen mir mit World of Warcraft angefangen hast. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Tut mir leid. Punkt. Sowas ist unverzeihbar und sollte mit Genitalien Genitalienamputation bestraft werden. Verdammt, das war eigentlich mein Spruch, wer ist LTF? Verdammt, diesen Spruch habe ich ganz vergessen. Verdammt, ich mag es verdammt zu sagen. Okay. Ihr habt gehört, ich darf nicht mehr kommentieren. Ich muss jetzt nur dann teile, führe die Strafe aus. Tu es nicht. Ich mag meine Bällchen. Es ist cool, daran rumzuspielen, wenn keiner da ist. So boink, 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 boink. Du Gründer der Gilde, du Vogel. Und LTF ist ein Armleuchter und Enion. Ich bin ein Armleuchter. Ich habe einen Leuchter in meinem Arm. Oder so ähnlich. Kenne ich nicht. Genau. Ach, der Typ, der Idiot. Den kenne ich. Schaden macht er auch nicht. Wuuuus. Nix da. Mein Schaden war gut, du Nasegesichte. Laber über meine Aussehen. Laber über meine Inaktivität. Aber laber nicht bestimmt meine Schade. Wow. Was kann LTF denn? Abwesend sein. Warum disse ich mich gerade selbst? Ich weiß es nicht, es macht alle irgendwie Spaß. Cause you're Sonic Heroes! Oh Gott. Dümmstes Ending ever.
Lieber jeder Abonnent, der mir jetzt zuhört, soll sich bitte jetzt das Ending, gib mir mal YouTube ein, Sonic Heroes Ending, Team Sonic, Klammern, ansehen. Jeder, der kotzen muss, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich weiß, ich habe aktuell nicht viele Abonnenten, aber bitte, wenn nur einer dabei ist, dann kann ich mein Leben glücklich weiterleben. Ich werd wieder online. Ich muss nachher nur rennen und dann spiel ich wieder WoW. Ich hab wieder richtig Bock dazu. Hallo, ihr dämlichen Hordenschweine. Euch mach ich gleich Beine, ganz alleine, weil ich's kann. Schön, oh, euch zu sehen. Du hast tötet 5 Orks. 2000 Erfahrungspunkte? 5 Orks töten? Oh, das machen wir doch mal fix. Ey, du. Chaga! Chaga? Der ist da sogar... Was? Wieso? Ist das eine grüne? Ah, ich hab mich alles geschlagen. Hallo, 5 Orks töten? Das kann ich ja mal fix machen. Das müsste aber eigentlich eine graue Quest sein. Nö, ist eine grüne. Bringt immer noch 2000. Hallo, Dude. Tschüss, Dude. Ah, nichts ist schöner als das Geräusch von Dolch in dem Fleisch von Hortlang. Meine Frage, seid ihr noch mal eine Langeweile Zocker? Ich bin ein Zocker. Ich bin ein Zocker. Glaube ich, zumindest nur eben kein WoW ganz lange. Psst. Mermip. Mermip. Du hast mir auf meinen Kopf gehauen, was hast du... Onki? Mann, das war aber schnell. So, das waren leicht verdiente 2000 Erfahrungspunkte. Wenn ich bedenke, dass ich gleich wieder steige oder die nächste Inni kann, war dieser Weg hier auf jeden Fall nicht umsonst! Tut mir leid, wenn ich zu laut gewesen bin. Tötet ihn! Oh. Hallo, Chrissy. Ich werde dich niemals vergessen. Ich bin mit Eisenhüllen jetzt wohlwollend und nicht schlecht. Lass mich... Achso, ich bin nicht gestiegen dadurch. Mir fehlen noch 900 Erfahrungspunkte. Scheiße, wie soll ich die denn bloß zusammenkommen? Zusammenkriegen. DC-Fan 1001 im Livestream hat gerade gesagt, kotz, wegen dem Ending von Sonic Heroes. Daumen! Kein Daumen. Daumen hatte ich, glaube ich, schon. Er ist einfach toll. Ah! Aua. Ah, ich lebe noch. Ich dachte, ich würde sterben. Wuhu! Wer bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 12. Ja, ich weiß, ich habe eine sehr dunkle Stimme. Es liegt aber daran, dass ich Kehlkopfkrebs hatte. Deswegen... Na gut, ich habe Kehlkopfkrebs, um ganz genau zu sein. Deswegen soll ich auch keine Schätze drüber machen. Aber in Wirklichkeit bin ich gerade 12. Geworden. Morgen. Kimiko, spiel mit oder sprich mit? Ich bin 12. Minus 12. Das heißt, er ist 47 Jahre alt. Diese Rechnung wurde ihm präsentiert von Little Tailsen. Und halt, er scheint Kopfschmerzen zu haben. Dabei bin ich der Typ, der seit 7 Stunden im Livestream ist. Heilige, super süße Scheiße, ist die süß. Ich rede von dir, Mann. Aua. Der gibt Erfahrungspunkte. Du da, gib mir deine Erfahrungspunkte. Ich mach dich kaputt. Ich will deine Erfahrungspunkte. Und Heilung. Wie gibst du? 194. Noch 5 und ich steige. Das schaffe ich sogar noch in dieser Folge. Alles geil, ich bin danach sogar noch voll. Oh, das war einer. Hüter des Triforce. Wie geil ist der Gildenname denn? Der Name ist doch voll Imber. Nicht so Imber wie Bolvers Hand auf dem Server Antonidas, aber Imber. Das ist zu weit. Ja, ich bewundere jeden, der World of Warcraft so lange die ganze Zeit spielen kann. Ich konnte es auch mal, aber ich zähle mich nicht mehr so richtig dazu. Ablenken und gedankenbenebelndes Gift. Was macht das? Das Gift vernebelt die Gedankenstreffen und das Zaubertempo wieder erhöht. Das ist nicht fürs PvP. Und das ziehe ich mir ins Schleichen. Das war doch für Schleichen, oder? Ja, sehr schön. Hänge da, damit der extra steht. Und wir sind Stufe 28. Und können in die Scharlachrotten heilen. Das heißt, ich bin völlig umsonst hier hingeritten. Ja, dann melden wir uns jetzt an. Ich reite noch mal ein bisschen ein Stück weiter. Jetzt bin ich ja alleine. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in einer neuen Inni wieder. Also irgendwie level ich nur mit Innis, kann das sein? Ja, okay. Nee. Hey, cool, dann hätte ich an einem Tag 5 Level gemacht. Wenn ich an einem Tag 5 Level mache, dann bin ich morgen Stufe 35. Boah, wieder toll gerechnet. Ich rede irgendeinen Scheiß, weil ich nichts Intelligentes zu sagen habe.
Selbst wenn ich einen Abschluss hätte, wäre es nicht intelligenter als jetzt. Oder? Wahrscheinlich nicht. Aber meine ganze Hand ist taub. Und schlecht durchblutet. Nö, gut aus. Keine Ahnung. Was macht der Druide? Lebt sie noch? Ja, meine Druidin lebt noch. Genauso wie sie gestern lebte und auch morgen noch leben wird. Meine geliebte Reisbällchen. Ich habe ihr schon mal ein Stück aus dem Arm gebissen, da war sie echt stinkig. Aber was soll's. Was ist denn bloß daraus geworden, dass man die Flutpunkte geschenkt bekommen hat? Früher hatte man das mal. Lebt deine... Hast du eine Drenei? Ja, ich habe eine Drenei. Aber ich spiele sie nicht. Sie war mal ein männlicher Troll und wurde dann zu einer Drenei. Und dann habe ich sie nicht mehr weitergespielt, weil Drenei doch hässlicher sind, als ich dachte. Gerade die, wenn man sie spielt, sind sie irre hässlich. Und wir machen einen Schnitt.